So, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Weil ich gerade kurz was gegessen habe. So, also wir haben, genau, wir haben ja den einen hier. Ja, genau. Wie sagen wir, schnappen uns den Heli hier. Der hier hinter uns reit. Na, so ein Wendemobil hat noch niemand gesehen. Entschuldigung. Heli brennt! Oh Gott! Das war nicht mein Plan. Oh nee. Schnell, bevor das Ding hochgeht! Ach komm! Da steht ein LKW. Nehmen wir halt den. Ich fahre. Wir sind im Landwirtschaftssimulator 2017 angekommen. Nicht Pech zum Brennen. So war das jetzt alles nicht geplant. So war das nicht geplant. Ich hatte den Heli da oben. Heli, in den Staub. Such die Deckung, los! Ich bin schon überfordert mit so einer kleinen Situation hier. Gibt's. Und der Heli ist noch eins weiter. Auf den Boden, Hubschrauber! Ja, komm. Da ist doch den Helikopter an da oben. Und mal gucken, wer besser ist, wa? Runter, alle runter, Heli! Na komm! Bereit machen, Feuer! Hurra. Heli fight! Oh nein! Oh, das ist echt nicht mein Tag. Keine Tangos auf dem Radar. Diese Sackratte hat mich runtergeholt. Boah, Leute, jetzt ohne Witz, ne? Aber kaum Munitionierung. Wartet mal. Okay. Leg dich niemals mit dem Falschen an. Wenn ich die Schnauze voll habe, mache ich das einfach so. Da habe ich wieder laufen, psychisch kranker. Da ist die Straße. Wir haben noch nichts geschafft und sind schon 5 Minuten dabei, ne? Das übliche Geschehen halt.
So, bist du? Vorne stehen ein paar Fahrzeuge rum. Ausschauen tut's hier wie in dem Kriegsgebiet. Sorry, Bruder. Gut. Guten Heli kriege ich jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in der Nähe. Machen wir hier hinten mal weiter. Ja, aber ich brauche dein Auto. Raus. Ihr seht's ja. Ich bin hier nur noch im Konflikt. Es wird immer schlimmer. Irgendwann bin ich fast eine Minute mehr in der Ruhe. Jetzt im Moment geht's ja noch. Die Feinde werden ja auch stärker. Los, Feuer! Hab verstanden. Habt ihr das gesehen? Gut, die Karre hier nehmen wir. Jetzt hier kommen, die nehmen wir. Das ist unser Auto. Yeah, baby, yeah. Voll die geile Karre. Yeah. Okay, das war ein Zivilist, kein Sicario. Habt ihr das gesehen? Eiskalt halt. Das fordern aber die Situationen. Wird bestimmt auch öfters passieren. Aber beim ersten Mal draufdrücken hat es nicht funktioniert, erst beim zweiten Mal. Oh shit. Jetzt haben wir gleich wieder welche am Arsch. Wir kämpfen ja auch irgendwann, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwann fast nur noch gegen das Militär. Weil wir die hier fast ausgerottet haben. Aber ich will ja nicht zu viel erzählen. Da ist wieder das Militär rum. Die arbeiten ja anscheinend zusammen. Aber gut, wir fahren jetzt da hoch und erledigen dieses Problemchen da oben. Komm, da fahren wir wieder rein. Nee, heute, wir gehen mal wieder ein bisschen taktisch vor, oder? Ist oben. Da ist eine montierte Waffe. Hab noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Da sind noch. Scheiß Mörser. Ja. Hab noch einen, macht fünf. Hallo, mit dem anderen. Der Tango weiß, dass was faul ist. Fuck, das hinterlässt Spuren. Die sind an uns dran, ganz ruhig. Vamos a
Ich muss sagen, das ist schief gelaufen. Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campuana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Au! Bin auf so einem Fellfisch, oder? Muss echt taktisch herangehen. Ich habe halt im Moment so voll Bock, einfach so rein und gib ihm. Das ist im Moment so mein Level, auf das, was ich halt auch mega viel Bock hab. Aber das geht halt nicht, deswegen kippe ich auch immer um. Weil ich nicht taktisch genug vorgehe. Scheiße, die wollen hier lang. Da könnt ihr auch gerne schimpfen. Ich versuche mich zu bessern. Da, gut. Da unten sind noch welche. Habt ihr das gesehen? Ja. Da. Der ist nicht da. Ich bin aber nicht, ich hab ein Heli. Ich fliege. Nehmen wir hier noch den Fertigkeitspunkt mit. Aber wir müssen eh hin in die Richtung, oder? Ach, wir müssen in die Richtung. Ja gut, ich bin schon auf dem Weg, jetzt ist es egal. Hier noch den fertig. Was hier? Arschlöcher. Was stimmt mit diesen Typen nicht? Das wüsste ich auch gern. So, hier ist unsere Mission. Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nahe Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Finden und zerstören Sie das Labor. Jawohl, Ma'am. Gibt es mal diese Aussicht? Ah, wenn ich mit der Maus bewege, genau. War ja was. Oder was? Wer das hier sieht, ne? Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Aussicht findet. Also, ich finde sie bombastisch geil gemacht. Feier das sowas von. Richtig gut gemacht einfach. Das gefällt mir. Und wir müssen zum Fischerboot. Könnten wir ja hinkriegen. Da unten ist das Boot. Aber die sehr geehrten Damen und Herren da draußen, wir sind schon wieder an der Zeit angekommen. Jetzt lassen wir mal hier den Heli. Genau. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo. Wenn nicht, ist ja euch überlassen. Ich wünsche euch was, einen schönen Abend oder wann ihr es halt seht. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns
gleich, beziehungsweise morgen. Tschüss.